Das hier ist übrigens das Schränkchen, gegen das Markus dreimal gegengelaufen ist. Ne, zweimal. Das dritte Mal kommt ja vielleicht noch. Spaziert ins Haus Amrum. Und da können wir gleich vorweg sagen, es sieht anders aus als die anderen Häuser. Mhm. Absolut. Also es gibt ein paar, allein diese Sitze hier, geil. Ja, mega, ne? Richtig gut, richtig schön weich, sauber. Mhm. Das hat richtig Stil, auch der Tisch hier übrigens, mhm. Ne? Und du hast hier viel Platz, ne? Du siehst ja, ne? Der Wohn- und Essbereich. Also du hast dich hier mal etwas anders ausgetobt, kann man das so sagen? Das wo ist der Schalter für diese Lampe hier? Geil, guck mal. Hast du, ne? Ja, hab ich. Ich habe mich wirklich mal wieder getraut. Ja. Und dieses Mal ist es ja alles ein bisschen moderner, ne? Ja. Wie also findest du es? Super geil. Also richtig voll den Nerv getroffen, ne? Den Zeitgeist. Die Küchenoptik, mhm. Ne? Das ist nicht einfach nur flach, es ist, also man fühlt die Maserung. Ja. Das war uns auch wichtig, dass es nicht einfach nur schwarz ist, weil an dunklen Sachen sieht man sich ja auch immer sehr, sehr schnell satt. Und hier siehst du auch diese Holzmaserung, die da verbaut ist. Finde ich eigentlich ganz... Also alles hat auch richtig Qualität. Ne? Das ist ja hier kein Nachbau oder so, das ist echt Holz. Ne? Das ist echt Holz, das ist ein echtes. Das ist ein richtig massives Teil. Ja. Oh, Wahnsinn. Auch für große Menschen wie dich, ne? Ja, also super bequem hier. Geil, auch das goldene Besteck, nur mal so. Nur mal so ganz kurz nebenbei. Wir gucken uns das Haus jetzt mal richtig an. Mhm. Dieser kleine Lounge-Bereich hier, dieser Wohnzimmerbereich, richtig cool. Na, bist du gegen den Schrank gelaufen, Markus? Ja. Ja, du, das passiert mal. Echt? Ja. Ey, wie sind wir in einem Tiny-Haus? Hältst du durch? Ja. Starker Typ. So, dann kann man sich hier geil hinsetzen. Oh, hier, das ist ja bequem, das Ding. Cool, ne? Das möchte ich haben. Sehr tja, gut. Kriegst du nur über uns. Sofa. Erzähl was zu diesem Haus. Das ist wie groß? Das Amrum hat 44 Quadratmeter Wohnfläche. Ja. Von außen sind wir ungefähr so 55 Quadratmeter. Wir haben hier eine winterfeste Dämmung. Die Wand ist 22 cm stark. Wow. Das heißt, du kriegst mit diesem Haus überall eine Baugenehmigung. Mhm. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass die U-Werte eingehalten werden. Weil wir haben ja... Markus, hier steht ein Schrank. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ne? Noch gut? Okay. Die blauen Flecke sind... Die U-Werte sind sehr wichtig, ja, für eine Baugenehmigung. Du musst die einzelnen Werte von den Fenstern, von der Decke, von der Wand, von dem Fußboden, die musst du einhalten, wenn du in diesem Haus leben möchtest. Okay. Und die halten wir ein. Die werden eingehalten? Die werden eingehalten. Und dann kriegst du nämlich überall eine Baugenehmigung. Und du hast mir vorher gesagt, dieses Haus hat eine super wichtige Spezialität. Es wird in zwei Komponenten geliefert und transportiert. Richtig, wir haben hier zwei Module. Der Vorteil bei diesem Haus ist, ihr seht ja, das wirkt eigentlich viel, viel größer wie 44 Quadratmeter. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig breit. Das sind zwei kleine Elemente, die miteinander verbunden werden. Hat den Vorteil, es wirkt natürlich größer, wie vorhin schon gesagt, aber auch, wir kommen auch an gewisse Stellen, wo wir normalerweise mit einem größeren Haus nicht hinkommen. Mhm. Und dann werden die vor Ort einfach miteinander verbunden. Wow. Und das ist halt das Schöne, wenn man jetzt ein Grundstück hat, irgendwo in den Bergen oder irgendwo im Wald, wo man sich nicht sicher ist, komme ich dann überhaupt mit so einem Schwertransporter dahin? Ist genau dieses Haus perfekt dafür. Also mir fällt sofort auf, es gibt hier eine andere Art von Heizung. Hier gibt es keine Infrarotheizkörper, sondern du hast da oben, was hast du da? Das ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Du merkst es, wir haben jetzt gerade 25 Grad draußen, das ist ja schön warm. Und wir haben jetzt gerade eine Klimaanlage. Das heißt, diese Luft-Luft-Wärmepumpe kann beides. Im Sommer kühlt sie, im Winter heizt sie. Mhm. Das ist designed extra aus Mailand, extra für uns. Wow. Das heißt, der Kunde kann es, wie gesagt, aussuchen. Der kann verschiedene Farben aussuchen. Der kann sie in Grün bestellen, in Gelb, in Rot. Passend jetzt zu den Gardinen, so wie bei uns. Das heißt, du siehst die eigentlich gar nicht. Und du hast sozusagen diese doppelte Funktion. Und energietechnisch ist es sogar noch viel, viel besser wie ein Infrarotheizkörper. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Rest an.
Also wenn man rein, normalerweise, ja. Du bist ja reingekommen, Markus, hier durch die Wohnzimmertür. Normalerweise ist hier die Haustür. Du kommst rein in diesen Bereich, der wirklich gleich exorbitant groß ist. Hier vorne gibt es ein Zimmer, das man so nutzen kann, wie du es jetzt eingerichtet hast. Genau, wir haben jetzt hier zwei Bettchen reingestellt, falls man jetzt sagt, ich habe jetzt Kinder, zwei Kinder oder ich möchte gerne ein Gästezimmer haben. Man kann aber dieses Zimmerchen verschieden nutzen. Also viele nehmen das zum Beispiel auch als Umkleidezimmer oder Abstellzimmer oder Büro, was auch immer. Also es ist sozusagen das zweite Nebenzimmer. Das hier ist übrigens das Schränkchen, gegen das Markus dreimal gegengelaufen ist. Nee, zweimal. Das dritte Mal kommt ja vielleicht noch. Boah, das tut ganz schön weh. So, jetzt schauen wir uns. Ah, hier ist nur ein Schrank für Technik, genau, und so weiter. Genau, hier haben wir einen Wasserboiler. Ja. Immer wichtig, muss irgendwo versteckt werden. Genau. Hier haben wir ein schickes Badezimmer. Ja. Schön geräumig, Svenny. Du wirst jetzt bestimmt sagen, wow, ist die Dusche wieder hoch? Du bist ja jetzt auch keine 1,60. Was ich ganz gut finde, ist so der Style. Ne? Du hast dich ja im Interieur sehr ausgetobt. Mhm. Und das hier hat was, ja, ist ein bisschen so eine, ja, wie soll ich sagen, modern neutral. Ja. Du hast hier eine Betonoptik, also wir verwenden hier auch ein spezielles, eine spezielle Betonoptik. Es sind keine Fliesen. Ich verrate auch nicht, was das ist, weil das ist unser Firmengeheimnis. Oh, das hier? Ja. Wirklich? Es sind keine Fliesen. Okay. Fliesen könnten nämlich reißen. Ja. Das reißt nicht. Es ist ein Holzhaus und das arbeitet. Mhm. Und dementsprechend müssen natürlich auch die ganzen Naturstoffe, die wir hier verbauen, auch mitarbeiten. Und die dürfen natürlich nicht reißen. Wie sehe ich denn wieder aus? Gut. Wie immer. Oh, hier, das T-Shirt ist auch noch faltig. Leute, warum habt ihr mir nichts gesagt? Schnell raus hier. Was denn? So, und Valeria, zeig uns bitte noch das. Also, ich muss ja auch sagen, das ist mein Highlight, ne? Das ist ja wirklich schick. Dieses Zimmer ist für mich, also da muss ich echt sagen, da müssen wir uns selber loben. Das sieht so schön aus. Es ist zwar klein, aber es hat irgendwie alles. Du siehst diese zwei bodentiefen Fenster. Ja, sehr schön. Du hast trotzdem die Gardinen, wenn du dich mal so ein bisschen auch mal zurückziehen möchtest. Die kannst du auch aufmachen, die Fenster komplett. Wow. Dann haben wir hier links, haben wir ja komplett den Platz genutzt für den Kleiderschrank. Oh, Petizza. Er macht einfach das, was er will. Aber weißt wieso, du, ich habe gerade gar nichts gemacht. Nein, ich habe nur das Fenster alles aufgemacht. Gut. Das ist einfach mega. Oh, die mega, Matratze, ne? Ist noch eingepackt, es knirscht. Ja. Markus, kleine Überraschung für dich. Ja. Ich glaube, er kann, wenn er will, heute hier schlafen. Ne? Ja. Du kannst hier schlafen. Er kann sich ein Haus aussuchen. Oh Gott, ist das gemütlich. Ich liebe dieses Zimmer. Die Matratze ist gut, das merke ich jetzt schon. Schon, ne? Ja. Genau. Also der Kunde kann bei uns auch ein Bettchen kaufen, der kann die Lampen kaufen, der kann die Gardinen kaufen. Also das ist alles mit dabei. Gibt es noch irgendetwas, was du zu dem Haus sagen möchtest? Also ich möchte zu dem Haus Folgendes sagen. Das Haus ist einfach nur mega. Was soll ich dazu sagen? Dann setzen wir da jetzt ein Ausrufezeichen hinter, machen an dieser Stelle Schluss. Ja, von ist auch Wunder- mein neuestes Haus übrigens. Ne? Also das ist unser neuestes Haus. Also hier sind wir wirklich, hier haben wir wirklich an alles gedacht. Ja, ihr werdet ja auch immer besser, ne? Also ich hoffe. Ohne Flex, man wird ja immer, man sammelt ja immer mehr Absolut, Erfahrung. Absolut, klar. Und steckt dann irgendwann das in die neuen Modelle. Ja, wir können auch jetzt an dieser Stelle diese Hausvorstellung beenden. Ja. Weil, ich meine, wir liegen ja gerade ganz gut, ne? Ach ja. Herrlichst.